Oh, pass auf. Ja, pass auf. Da, das ist wirklich. Ich habe jetzt im Nature übrigens noch mir den Invite-Link geschickt, ne? Und es ist ja immer wieder die Rede sogenannten Tribunalen oder so, von einigen Leuten und alles, ja. Und Thema, wo auch du, das ist schon ein bisschen länger her wieder, wo du auch drüber gesprochen hattest, das ist ja auch so, wie gehen wir jetzt danach damit mit bestimmten Dingen vielleicht um, ja. Und da hatte ich halt eben auch mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, ja. Da war ich gerade, da war es am Zocken und habe so ein bisschen gelabert nebenbei, ne. Wie gesagt, das ist hier dieser Ausschnitt des Frühling 2022, die Zeit nach der Pandemie. Oh, Nature schreibt gleich. Oh, prima. Da kannst du ja gleich mal hier reinkommen. Dann geht noch ein bisschen was ab. Aber es ist gut, dass du gerade noch nicht drin bist, weil dann haben wir nämlich gerade noch perfekt Zeit, darüber zu labern. So, genau, und da kannst du da wirklich gerne mal reingucken. Das würde mich nämlich mega interessieren auch, denn da habe ich nämlich mal was angesprochen, und zwar, wie geht man halt damit um, ne? Und dann habe ich halt so verschiedene Kategorien halt angesprochen. Das ist zum Beispiel, die Leute, ich meine, es gibt ja Leute, und ich kenne da einige, von denen ich wirklich den Eindruck habe, die haben wirklich Angst, ja? Also die haben wirklich Angst, da irgendwie zu erkranken oder irgendwie, was weiß ich was, ne, zu sterben oder so, ne? Und sind da halt, und so jemand zum Beispiel, ne, der jetzt da irgendwie, ich kenne auch Leute, da darf ich nicht mehr ins Haus rein, ja, weil ich nicht gespritzt bin, ja? Also, jedenfalls, aber das sind halt teilweise Leute, wo ich halt wirklich sehr, sehr stark den Eindruck habe, dass die da echt voll drin sind und dass es da jetzt auch nicht um Boshaftigkeit geht oder so. Und das ist halt, oder die aber keinem anderen was machen, ja, die jetzt nicht gegen andere hetzen oder so oder sonst irgendwas, ne? Und das ist zum Beispiel, das wäre zum Beispiel für mich eine Kategorie, ja, und da habt ihr ja auch drüber gesprochen, dass man da jetzt nicht noch hingehen muss, wenn das alles rum ist mal oder so, von wegen, ich habe es ja gleich gesagt, oder jetzt da irgendwie noch Salz in die Wunde streuen oder wie auch immer, ja. Und ja, und dann habe ich halt noch ein paar andere Kategorien angesprochen, ne? Dann zum Beispiel Leute, die zwar nicht selber was gemacht haben, aber halt im großen Stil gehetzt haben, ja. Und das geht dann halt immer weiter in diesem Video, ne? Bis hin zu denen, die dann halt das wirklich ausgeführt haben, ja. Und das war zum Beispiel sowas, wo ich mir da die Beiträge von ihr angeguckt habe. Also da ging es ja mehr oder weniger so um die ersten Kategorien halt, ne? Das sind ja in erster Linie Leute, haben sich jetzt nicht wirklich was zu Schulden kommen lassen. Aber mich würde das tatsächlich mal, kannst du das natürlich auch erstmal angucken, wenn du irgendwann mal Bock hast, ja. Das ist jetzt schwierig, weil das geht ein bisschen länger, das hier nochmal alles aufzuzählen. Aber das würde mich mal interessieren, ja. Also ich finde jetzt diejenigen, die da vielleicht sogar in letzter Konsequenz, ne, ja, wodurch dann vielleicht sogar Leute schwer zu Schaden gekommen sind oder sogar gestorben sind, vielleicht sogar infolgedessen, ja. Das ist halt eben für mich so ein Ding, da wird es mir schwerfallen zu sagen, hoppla, kann ja mal passieren oder wie siehst du das so? Das würde mich mal schwer interessieren. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich mache jetzt YouTube aus. Ich bin da echt abgelenkt von dem Chat und dass sie da immer ad hominem gehen. Ja, am besten ist, ich sage da nichts dazu. Ich glaube, ich mache jetzt mal das YouTube-Fenster zu, weil das lenkt mich nur ab. So, sorry. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen über den Olli Janich zusammengesucht auf so einem alternativen axelgra.us. Oh, prima, dann erzähl ruhig erstmal da. Das kann ich ja zeigen hier, ja. Da wird aber im Prinzip das zusammengefasst, was wir schon gesagt haben. Achtung. Vielleicht kannst du es groß machen. Ja, Moment. Könnt ihr gut lesen, oder? Warte mal, ich mache es noch ein bisschen größer. Also, ich kann sie gerne mal vorlesen, ja. Oliver Janich nach der Verhaftung, meine größte Sorge gilt meiner schwangeren Frau. Wenn es das ist, was euch interessiert, hier ist die Info.
Der deutsche Journalist Oliver Flesch hat exklusive Informationen verarbeitet, die aus dem unmittelbaren Umfeld von Oliver Janich stammen, beziehungsweise teilweise von Oliver Janich selbst. Zitat Janich, die Problematik ist, wenn Sie mich ausweisen, darf ich nicht mehr zurück und meine Verlobte ist schwanger. Ich habe Angst, dass sie unser Kind verliert. Das ist meine Hauptsorge, das Wohlergehen meiner Verlobten, die natürlich völlig aufgelöst ist. Meine Sorge sind nicht die lächerlichen Vorwürfe. Vielleicht willst du dazu was sagen? Keine Ahnung. Ja, Leute, was wollt ihr dazu hören? Ja, also. Ja. Das sind jetzt alles so persönliche Geschichten. Warum soll ich in seinem persönlichen Leben darum wühlen? Ja, das tut mir leid für ihn, dass er da in der Situation jetzt ist. Da schreibt jetzt jemand, was Janich ist nicht hetero. Selbst wenn er nicht hetero wäre, selbst ja. Dann geht's weiter. Zwei Dinge dürften zusammenspielen. Das ist das, was ich schon vermutet habe. Die BRD-Justiz möchte Janich in die BRD verbringen wegen der Telegram-Postings. Und dann das, wo dann der geht mir nichts an, meinte, das wäre Quatsch. Hier steht es in diesem Blog offiziell drin, kannst dich ja mal dazu äußern, geht mich nichts an, wer jetzt das er durchblickt, du oder der Flash. Das oh, eben übrigens, der ich sehe hier, der Knacki ist auch da. Was schreibst du hier, Knacki? Schau, wie ich schon gestern geschrieben habe, der Ex der Mulle. Ja, du hast irgendein Video gemacht. Ich hatte da mal irgendwo reingeguckt. Ne? Falls du doch noch Bock hast, hier reinzukommen oder so, wie gesagt, schreib mich einfach auf Discord an. Den Link findest du nahezu jedem Video von mir, ganz unten in der Videobeschreibung. Und dann kannst du gerne reinkommen und noch ein bisschen hier was zum Besten geben, was ja auch schon lange nicht mehr drin. Genau. Genau. Und ja, aber auch der weiß ja nichts Wirkliches. Ja? Der genannte Ex-Tipp wird im Artikel als Psychopath bezeichnet, der Janichs Verlobte vergewaltigte und die Familie terrorisierte. Ganz ehrlich, interessiert mich auch nicht. Mich interessiert ganz andere Sachen. Also diese privaten Geschichten da, das weiß nicht, ob der das überhaupt will, dass man das breitlatscht. Aber wenn es das ist, was euch interessiert, hier steht's. Verhaftungsgrund. Es geht offenbar ausschließlich um Inhalte, die Oliver Janich auf seinem Telegram-Kanal mit rund 150.000 Abonnenten gepostet hat. Für die BRD einzig relevant ein unglücklicher Satirebeitrag, der die Staatsanwaltschaft München veranlasst anzunehmen, Janich hätte auf Telegram die Tötung damaliger Regierungsmitglieder von Bund und Ländern in der BRD gefordert. Dazu hat Oliver Flesch in diesem Artikel schon dokumentiert, wie wohl auch die Erklärungs- und Verteidigungsstrategie aussehen wird. Es gibt scheinbar keine Vorwürfe der philippinischen Behörden, die Janichs Privatleben betreffen. Der Ex und mutmaßliche Vergewaltiger seiner Verlobten hat ihn bei den Behörden mehrfach angezeigt wegen Hasssprache. Das ist die aktuelle Informationslage. Da die Staatsanwaltschaft München jede Auskunft gegenüber Auf1 verweigert, können wir die Aussagen nicht verifizieren. Das Amtsgericht München teilt mit, ein Strafverfahren ist gegen Herrn Janich beim Amtsgericht München nicht anhängig. Zitat Stefan Magnet, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, ist Oliver Janich ein kritischer Aufdeckerjournalist, der von den Behörden entführt wird, um nach Deutschland zur BRD-Justiz verbracht zu werden, wo man ihm einen Schauprozess machen möchte. Zitat Oliver Flesch, ich bin mit Janich seit 10 Jahren befreundet, das ist nicht der Grund, warum ich mir die letzte Nacht um die Ohren geschlagen habe. Es geht um das Unding, dass ein Kollege wegen 3 Telegram-Veröffentlichungen am Ende der Welt verhaftet wurde, von denen mindestens 2 völlig lächerlich sind. Mutmaßlich auf Druck der deutschen Behörden, als ob Deutschland keine anderen Sorgen hätte. Ja, und der Oliver Flesch, der sagt sie auch hier, ja, er sagt sie selber, ne? Und was mich viel mehr interessiert, ist dieser Privatkram da, ja, das wären halt wirklich, was steckt denn wirklich dahinter? Was ist denn da genau? Ja, ja. Ja. Das wäre halt eben so der Punkt halt eben, ja. Und das geht aber nicht wirklich draus hervor, ja. Und Das ist für mich die größeren Zusammenhänge. Das meistens das, was mich interessiert. Ja? Genau. Es wäre also, wirklich bedauerlich, wenn es das ist, was den Chat interessiert. Das glaube ich. Sein Privatleben. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Ich bleibe bei meiner These, dass da wieder was inszeniert wurde, um die Öffentlichkeit, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abzulenken. Und du hast es ja jetzt wirklich überall gesehen. Ja? Ich meine, und wie gesagt, ich hatte es ja schon vermutet, dass wir auch irgendwie Richtung Tagesschau was sehen werden. Und okay, es gab dann nur so einen Artikel auf der Online-Plattform, aber immerhin, ja,
das ist ja eigentlich schon mal ein relativ großes Publikum, ja. Also ich kenne da einige, die da hingehen, ja, die da regelmäßig was gucken. Und auch der Spiegel, ja, du siehst ja schon, dass hier wirklich wie du es ja auch sagst, es wird den Leuten ja fast schon ins Gesicht gedrückt, ne? Und es wird natürlich auch, man darf das nie vergessen, ja, es wird ja auch unheimlich viel Werbung gemacht dadurch für den Olli, ja. Und das dürfte denjenigen nur klar sein, die das machen. Oder machen sie es vielleicht genau deshalb. Ja? Ich Ja. meine, ich habe mir wirklich schon überlegt, ne, in welche Richtung könnte das gehen, ja? Und also wenn, das habe ich ja auch geschrieben in der Umfrage, ne? Also falls wir den Olli da jetzt wirklich noch in der Tagesschau sehen oder so, ja, okay, es war, Fernsehen war er jetzt nicht, aber wie gesagt, dieser Artikel gab es halt und den ich auch nochmal gepostet hatte. Und also ich könnte mir durchaus vorstellen, nach dem zu urteilen, was wir jetzt so sehen, ne, könnte tatsächlich Olli in der nicht allzu fernen Zukunft hier noch eine ganz schön große Rolle spielen, ja? Also, könnte in eine bestimmte Richtung gehen, ne? Ich meine, es war vorher schon sehr bekannt, ne? Er wird jetzt einem noch breiteren Publikum vorgestellt, ja? Und ja, wer weiß, was wir da sehen werden. Also, vielleicht ist das dann hier dann, wie sagt man denn dazu? Ist dann hier so, keine Ahnung, der führende Kopf der Dissidentenbewegung, des Widerstands in Deutschland oder was auch immer, der dann auch hier nochmal die Leute auf die Straße bringt. Oder was, keine Ahnung. Ja, einfach so. Weißt du, vielleicht so ein bisschen, du kennst doch 1984, ja? Ja, Und da ist sehr doch gut dieser sogar, ja. Emanuel Goldstein oder so, ne? Der wird da auch Ja, mal den Leuten präsentiert, ne? Goldstein, Wo, ja. genau, wo die den da immer da, dann, das ist immer 2 Minuten Hass oder so, ne? Wo die dann da immer da brüllen. Ja, hatte ich auch in einem Video mal von mir Genau, drin. es erinnert mich auch an irgendwas, was da auch mal hatte. Ich glaube, das hieß sogar so ähnlich, ne? Ja. 2 Minuten Hass. Und vielleicht ist das auch jemand, der da auch dann so, wobei ich glaube, den Goldstein, das war ja, glaube ich, nur eine Fiktion. Ich glaube, den gab es ja nicht wirklich. Aber deswegen passt er nicht ganz. Aber vielleicht ist das auch jemand, der, wie gesagt, der Olli da jetzt im großen Stil präsentiert werden soll. Und das interessiert mich. Ja, warum präsentieren die uns das jetzt so? Was ist da los? Ja, in welche Richtung könnte das gehen? Ja. Und übrigens, wie gesagt, Leute, falls ihr den Film, ich fand den nicht so toll, 1984. Ne? Er liest besser das Buch von George Orwell. Und auch wenn ihr euch das mal so anguckt hier mit Winston Smith und wo er dann da bestimmte Leute kennenlernt und wo dann später rauskommt, das war halt leider nur alles Fake. Es war gesteuerte Opposition. Ja? Und ihr seht ja, wo er dann später landet. Ja, und was Ja. dann alles passiert. Ich finde das sehr spannend. Ja? Oder Absolut. diese Schriften, die der dann rausgegeben hat, hier dieser Goldstein oder wie auch immer. Ja, also es ist nicht ganz uninteressant. Ja, also, aber wie gesagt, ich finde das Buch finde ich besser und ich finde auch die Farben der Tiere. Da gab es dann auch mal, glaube ich, ein Buch, das war auch deutlich besser als der Film. Was schreibt der Knacki hier? Moment, erster Tag, 650 Einträge in Google News. Ja, Knacki, du sagst es, ne? Er hatte ja kurz danach Interview mit Bruder von Ramelow, alles sehr merkwürdig. Ja, Knacki, jetzt komm, ne? Hier dann, schreib mir auf Discord und dann kannst du mir ein bisschen vom Leder ziehen. Knacki, ich wusste ja noch nicht mal, dass du wieder am Start bist. Ich wusste ja nicht mal, dass du wieder da bist, ne? Ich habe da nur mitbekommen, weil die Ente mir letztens geschrieben hat, da war ich im Ententeich. Und dann habe ich gesehen, dass Ente ein paar Videos da ein bisschen von mir hochgeladen hat, ja? Also ich habe nochmal geschrieben, ja, danke für den Support. Und dass du dann was drunter geschrieben hast. Ja, Ja? aber das, was der Knacki da sagt, ist ja das, was ich vorhin schon vermutet habe, dass es einfach auch im alternativen Bereich orchestriert wird. Ob es jetzt Ablenkung dient oder welchem Zweck auch immer. Ja, ob Olli vielleicht aufgebaut wird, sozusagen als Märtyrer, ja, dass er da einfach ein Türöffner ist für was Neues, was sie auf die Bühne schleppen wollen, ja. Sie Das brauchen ja müsste eine jetzt noch Erzählung nicht nach. mal, das müsste jetzt noch nicht mal irgendwie bewusst sein oder so, ja. Das könnte zum Beispiel sein, dass, nur mal angenommen, das wäre jetzt so,
Er soll da jetzt aufgebaut werden. Das könnte sogar sein, dass das nicht unbedingt mit seiner Zustimmung läuft oder dass der da irgendwie mit drin ist. Ja, das müsste sogar, selbst wenn das so wäre, müsste das nicht unbedingt der Fall sein. Ja, Nee, glaube ich auch nicht. also Ich das meine, ist da fragen wir nicht. und ich hab's, Da fragen wir nicht. ich hab's euch ja vorhin schon gesagt. Ja, also bei mir ist es so, ja, um das hier nur noch mal an den Punkt zu bringen. Wie gesagt, wenn ich mir so die alternative Szene angucke, ja, ich wurde mal gefragt, hier so, hier Let's Play, welche Leute könntest du mir denn nennen, sogenannte Truther oder so, ja? Wer ist denn jetzt hier wirklich deiner Meinung nach absolut real oder wer ist hier, wo du jetzt wirklich sagen kannst, jawohl, wen du uneingeschränkt empfehlen kannst, ne? Und dann habe ich gesagt, keinen. Ich wüsste keinen, den ich uneingeschränkt empfehlen könnte. Ja? Und das ist einfach, ich würde dafür keinen die Hand ins Feuer legen. Und ich befürchte leider, ja, keine Ahnung. Die Frage ist halt, wie viel ist davon wirklich echt und was nicht? Und ihr könnt euch ja mal angucken, welche Leute überhaupt gewisse heiße Themen ansprechen und welche nicht. Ja? Oder wo auf den Grund gegangen wird oder einfach mal, das ist, aber ich habe ja auch festgestellt, das wollen ja auch viele Leute gar nicht hören, ja. Also wenn man da, wenn man ein bisschen tiefer geht oder so, ja, das merkt man ja auch teilweise an Aufrufzahlen, ne? Also wenn man dann sowas irgendwie angesprochen hat, ne, das war dann auch nicht unbedingt für jeden dann so interessant, ja. Wenn dann aber hier in Sendungen was abgegangen ist, ne, wo dann hier richtig Action war oder so, ja, das interessiert natürlich dann viele, ne. Das ist halt dann, es hat dann einen gewissen Unterhaltungsfaktor und ich will ja auch, dass Sendungen auch irgendwie auch unterhaltsam sind, ne. Aber da merkt man halt schon so die Prioritäten halt, ne. Und zum Beispiel mir wurde ja früher häufig auch das irgendwie vorgeworfen, ja, dass das Trash ist oder RTL2-Niveau oder was, ne? Aber man sieht ja selber, ne, wenn dann hier ein bisschen weniger los ist oder so, oder wenn dann wirklich mal ein paar tiefgreifendere oder tiefgründigere Themen angesprochen werden, dann merkt man dann schon, dass dann schon das Interesse dann deutlich weniger war, ne? Da gab es dann halt vielleicht auch mal nur 1000 Aufrufe oder so, ne, für eine Live-Sendung, was für meine Verhältnisse halt, also im Vergleich zu früher betrachtet, halt dann schon sehr, sehr wenig ist, ne? Aber ich muss sagen, das gerade so, also 2018 war für mich so ein Jahr, ne, wo ich auch sehr viel Solo einfach nur gemacht habe auch und wo ich da einfach gewisse Themen angesprochen habe. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, auch wenn es vielleicht jetzt nicht jeden interessiert hat, weil das ist halt einfach so ein Ding, ne, wenn gewisse Grundlagen nicht begriffen werden, dann ist das ist halt alles auf Sand gebaut dann, Ja. ne? Was ist denn mit der These, dass man jetzt nach und nach den alternativen Bereich, wie es schon geäußert wurde, abbaut und jetzt einen Spieler nach dem anderen vom Feld nimmt? Dass der Ja, aber alternative, der die gesteuerte alternative Bereich seine Aufgabe erfüllt hat und jetzt braucht man sie nicht mehr und jetzt nimmt man sie nach und nach vom Spielfeld. Was okay, ist aber nur damit? mal angenommen, das würde man jetzt so machen, ja. Aber du brauchst doch immer noch jemanden, der die Leute abfängt oder die beschäftigt hält. Da müsste man ja quasi neue Player aufs Spielfeld bringen, oder? Naja, vielleicht sind die Pläne im Hintergrund schon so weit gediehen, dass man eben keine Ablenker mehr braucht. Was weiß ich. Keine Ahnung. Ist ja nur jetzt eine Gedankenhypothese. Ich weiß es ja letztendlich auch nicht, ne? Man spekuliert ja nur. Nur, also ich denke, dass es in der heutigen Zeit wichtiger als jemals zuvor ist, tatsächlich die Leute beschäftigt zu halten und abzufangen halt, ne? Und da ist ja für jeden was dabei, ne? Und wir reden jetzt hier über die Chooser-Szene oder so, ne? Aber das Ganze geht ja noch viel, viel, viel weiter, ja? Es ist ja tatsächlich für alle Geschmacksrichtungen irgendwas dabei, um euch beschäftigt zu halten oder so, ne? Das ist, ja, und das ist halt auch ganz wichtig, dass ihr beschäftigt werdet, ja? Damit ihr bloß nicht anfangt, euch da gewisse Gedanken zu machen oder Grundlegendes in Frage zu stellen oder so, ne? Vielleicht Dinge, die man schon in der Kindheit in euch einprogrammiert hat oder so, ja? Oder wo ihr zu absolut, wo ihr zu 100% sagen, das ist jetzt alles so, ja? Vielleicht das in Frage zu stellen, ja? Oder vielleicht in Frage zu stellen, wo ihr seid oder mit wem ihr hier seid oder wer ihr seid, ja? Und ich denke, das soll halt nicht unbedingt passieren, ne? Und aber es ist doch schön, wenn ihr dann eine Ablenkung habt. Ne? Also so hier, so eine Beschäftigungstherapie. Ne? Jemand hat mal was Interessantes gesagt. Ich weiß noch, wo diese Demos waren. Merkel muss weg. Ja?
Jemand hat das mal verglichen. Der hat dann eben gesagt, stellt euch vor, ihr habt irgendwie eure Freundin, die ist irgendwie daheim, frisst euch den Kühlschrank leer, die macht nichts, die ist einfach scheiße, ihr wollt die loswerden. Ne? Und jetzt gibt es vielleicht noch andere Typen, die waren auch schon zusammen mit der oder die haben auch keinen Bock, die wollen euch gar nicht mehr besuchen kommen, weil die da ist. Ne? Die haben auch was gegen die. Und jetzt trefft ihr euch draußen, ne? Ihr habt alle was gegen die und jetzt geht ihr gemeinsam auf die Straße und ruft jetzt die, muss weg. Ja? Und dann geht er ein bisschen um den Häuserblock ein paar Mal und dann geht er wieder zurück und dann sitzt die Alte immer noch da. Ne? Und das ist eigentlich im Grunde genommen die Art, ne? Und ihr habt es doch jetzt gesehen, ne? Wie viele Leute haben gebrüllt, Merkel muss weg? Ja, die Merkel ist jetzt weg. Und was ist jetzt? Jetzt ist alles toll, oder? Ja. Aber wenn die anderen, wenn die weg sind, dann wird bestimmt alles toll, ne? Dann kommt hier eine Regierung, die dafür sorgt, dass es im Land gerecht zugeht. Oder wie auch immer, was auch immer, was da bei euch im Kopf drin ist. Ja? Wie gesagt, nach dem Herrschaftssystem ist vor dem Herrschaftssystem. Ja? Da habe ich auch drüber gesprochen, über Revolutionen und alles. Und ja. Ne? Ja. Aber ich denke Was halt ist einfach. mit dem Umfeld vom Olli, ja? Also kenne ich ja auch noch von früher. Wolfgang Eggert, schon ewig nichts mehr gehört von dem. Oh, oh. Der Xavier Naidoo nach seinem Video, wo er eben massiv zurückgerudert ist, wo sich auch die halbe Welt gefragt hat, was soll das denn? Der ist jetzt auch raus aus dem Spiel. Ja, wo sind die Leute? Was ist da? Aber hier Wolfgang Eggert, da bin ich Da muss es einen Schlüssel geben, der einen das alles verständlich macht. Der Olli ist nicht der Erste, dem sowas passiert und wird auch nicht der Letzte sein, ja? Was ist der Schlüssel? Was ist die Gemeinsamkeit? Warum? Ja, übrigens hier, Wolfgang Engel, auch sehr interessant. Den hatte ich jetzt auch schon, ich hatte den wirklich die letzten Jahre überhaupt nicht mehr am Schirm. Ne? Also, es ist, der hatte da auch irgendwelche Projekte irgendwie am Laufen. Ja, hier so ein bisschen aussteigertechnisch. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Also, ich meine, einer der Gründe, warum ich mich da auch so ein bisschen zurückgezogen habe da aus der Szene ist, also jetzt mal, ich kann das ja auch nicht mehr wirklich ernst nehmen, größtenteils. Ja, also, es ist ja irgendwie, ne? Das ist halt dann, wobei, es gibt ja auch Leute, ich meine, das habe ich ja auch mal erwähnt, ne? Die sich dann irgendwie hier Carsten Stahl reinziehen oder was, ne? Oder der hier dann über die Politiker mal ein bisschen schimpft oder dann mal hier auf den Tisch haut oder was, ne? Und das ist ja dann teilweise noch krasser. Das ist ja dann einfach hier wirklich nur Empörung und Ja. aber da hast wirklich viele, die wollen auch gar nicht raus aus der Empörung, ne? Also. Genau, das ist ihr Niveau und ihr Level und da gehen sie mit in Resonanz, aber mich interessiert das überhaupt nicht. Ja, das ist halt einfach, ich meine, wenn ich sowas schon sehe, ich kann es halt nicht mehr ernst nehmen und was soll das Ganze? Und das ist halt Kinderwelt. Und da hat auch der Alexander Wagand, wirklich, das ist schon uralt, ich glaube, das war eines der ersten Videos, was er da aufgenommen hat mit Joe Konrad. Ich glaube, das heißt, leben wir in einem kindlichen Weltbild oder sowas Ja. ähnliches, ja. Da habe ich übrigens, ich habe da auch mal eine Sendung drüber gemacht, Kinderwelt, ja, aber gut, das war jetzt nicht eine meiner besten Sendungen, aber ich habe aber auch da in der Sendung gesagt, zieht euch lieber das vom Wagen rein, ja. Aber das ist doch genau hier, was ich gerade eben erwähnt habe mit Carsten Stahl. Das ist halt Kinderwelt, ne? Das ist halt, dass halt irgendjemand wieder kommt, der wieder alles heil macht, ja. Ich Also meine, hier. wir haben jetzt so viele Jahre Krise, weißt du? Und die Leute hängen immer noch auf diesem Punkt rum und kommen da nicht weg. Die Leute, ich muss mich dann auch fragen, was haben die 2 Jahre Corona-Krise eigentlich jetzt in eurem Kopf bewirkt? Ihr hängt ja immer noch auf dem gleichen Level wie vorher, ja? In den 70er Jahren haben sie an den Stammtischen über die Politiker geschimpft, in den 80ern, in den 90ern, nach der Wende und wir sind immer noch da. Was ist denn was haben die Leute nach 2 Jahren Corona-Krise und nach 2 Jahren Vorführung von Amtsmissbrauch und Machtmissbrauch, was haben die gelernt? Sie sind immer noch da, wo sie vor 15 Jahren waren. Das finde ich wirklich bedauerlich. Ja, gut, wobei, man weiß halt vieles nicht, ne? Ja. Also, es ist halt unheimlich schwer zu sagen, was denn so in den Leuten so vor sich geht, ne? Weil die werden das ja auch mit Sicherheit oft nicht nach außen tragen, ne? Also aus gutem Grund, ne? Und auch Umfragen oder sowas, ne?
Ja, haben klar, ja jetzt das auch ist nicht nicht ehrlich. unbedingt, sind ja auch nicht unbedingt so aussagekräftig. Das ist auch wenn da irgendwo, dann wird dann irgendwo was gemacht und dann, aber es ist ja auch die Frage, werden die Leute dann wirklich da draufhauen, was sie da wirklich denken? Also das ist in der Regel wird halt auch das gesagt, was derjenige denkt, was der andere hören will oder wo er dann ja, Schulterklopfen kriegt oder was. Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich denke halt schon, dass ja, ich denke zumindest mal, ich meine, was denkst du denn jetzt? Was denkst du eigentlich im Herbst? Meinst du, die werden das jetzt durchziehen? Meinst du, die werden hier wirklich wieder kommen mit Maskenpflichten in Innenräumen? Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob sie das überhaupt machen werden. Aber wie denkst du darüber? Ich denke, dass einige Leute gar keine andere Idee haben. Ja, zurück geht ja nicht mehr. Die haben ja jetzt 2 Jahre gelogen, 2 Jahre alles gemacht, was dem Grundgesetz widerspricht. Wenn ich in so einer Position wäre, könnte ich ja nur nach vorwärts. Ja, wie der Sozialismus. Ja, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Die können nur noch nach vorne. Sobald die anfangen zurückzurudern, wissen die, dann sind die fällig. Ja, ich glaube, denen bleibt nichts anderes übrig, als es nochmal zu probieren. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, aber was halt jetzt das Interessante ist, jetzt ist es ja noch nicht so weit, ne? Und jetzt ist es ja nur angekündigt, ne? Und es reicht ja teilweise schon, irgendwas anzukündigen und die Leute sind halt voll drin, ja? Und das ist halt einfach, das ist ja die ganze Zeit so, ja? Dass das ständig vor irgendwas, oder man ist ja ständig irgendwie in der Zukunft oder so, ne, oder hat dann Angst vor irgendwas und es bestimmt dann irgendwie teilweise das ganze Leben, ja, und teilweise kommt es dann gar nicht, ne. Ich sag zum Beispiel nur sogenannte Impfpflicht, ja, wo ich dann auch irgendwie Ende letzten Jahres schon den Leuten gesagt habe, nö, ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich, ne, und hatte dann da auch einige Beispiele gebracht, ne, und es ist bis heute noch nicht eingetreten, ja, und ich habe ja auch schon so oft erwähnt, wie wichtig die Freiwilligkeit in diesem System ist, ja, also zumindest mal meines Erachtens nach. Und oh, da könnte man mal interessante Sachen drüber machen, so ein bisschen so die, vielleicht so ein bisschen Kette und Schuss, wie das hier alles so aus was das hier so gemacht ist, beziehungsweise auf was das vielleicht so beruht oder ich glaube, da könnte man über einiges reden.